Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner zweiten Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Wir haben das Hauptprogramm geschrieben und sind jetzt dabei, noch die Funktion Fakultät zu realisieren. Ich schiebe das Hauptprogramm einfach mal ein bisschen nach oben. Die Funktion, wir erinnern uns, gibt long zurück, heißt Fakultät und hat einen Int-Wert in als Parameter. Anstelle des Strichpunkts der Deklaration folgt jetzt ein Anweisungsblock. Ich werde ihn auch gleich wieder hier unten schließen. Unsere Funktion soll einen Long-Wert zurücklegen. Das heißt, wir legen uns eine entsprechende Variable vom Typ Long an. Diese repräsentiert den Rückgabewert. Ich nenne sie mal F für die Fakultät und initialisiere diese mit der 1. Wir brauchen noch eine Laufvariable für unsere Produktformel. Ich nenne sie i und setze i erstmal einfach auf 0. Damit habe ich meine Variablen innerhalb der Funktion Fakultät bestimmt. Ich möchte jetzt das Produkt berechnen. Das heißt, ich zähle von 1 bis n und multipliziere auf meine Variable f jeweils das i auf. Wir realisieren das mit einer Zählerschleife, also for, Klammer auf. Unser i startet bei der 1. Wir laufen bis i kleiner gleich dem n und wir zählen das i hoch. Das ist einfach unser i plus plus. Kennen Sie in der Form genauso aus Java. Die Besonderheit hier ist, dass wir jetzt bei 1 starten und dass wir das n einschließen. Typischer fürs Programmieren ist, dass Sie bei 0 starten und kleiner n. Also Sie wollen n Schritte durch die Schleife gehen. Dann startet man in der Regel bei 0 kleiner n. Dann erreichen Sie n Schritte. Jetzt für das Mathematische macht es Sinn. Sie sehen es an der Produktformel. Wir gehen von 1 bis einschließlich n. Deswegen hier von i gleich 1, i kleiner gleich n. In der Vorschleife sagen wir, f ist gleich f mal i. Darum haben wir auch f mit 1 initialisiert und nicht mit 0. Alternativ, ich füge das mal als Kommentar an, könnten wir kurz ausschreiben, f mal ist gleich i. Dann multiplizieren wir einfach direkt das f auf. Und ich habe jetzt hier wieder einen Anweisungsblock. Wir könnten genauso eine einzelne Anweisung, es wird ja nur aufmultipliziert. Das heißt, genauso gültig wäre statt dem Anweisungsblock einfach das f gleich f mal i in der Vorschleife durchzuführen. So, und das sollte eigentlich auch schon alles, was unsere Berechnung geht, ausmachen. Wir geben das f noch zurück, return f. Ich ziehe das wieder ein bisschen hoch, dann sieht es schöner aus. Und damit haben wir die Fakultät berechnet. Das heißt, in der Funktion Neues kennengelernt haben wir die Vorschleife. Ich halte das auch mal kurz fest. For, Klammer auf, Initialisierung, Bedingung und Schleifenanweisung, bei uns das i++. Vielleicht noch zum Festhalten, i++ entspricht dem i gleich i plus 1. Okay, jetzt sollte unser Programm nicht nur übersetzen, wir haben keine Fehler gemacht, sondern es sollte auch linken. Jetzt ist es ausführbar und damit können wir das Programm starten. Wir testen mal kurz, ich gebe mal die 5 ein. Und die Fakultät von 5 ist 120, das sieht sehr gut aus. So, bevor wir jetzt das Programm laufen lassen, möchte ich noch auf paar Dinge hinweisen. Das eine ist, ich lege die Funktion Fakultät hier als Prototyp an und implementiere sie weiter unten. Das macht für so ein kleines Programm keinen Sinn. Das heißt, ich schneide die Funktion jetzt hier aus und ersetze sie. Ich schreibe sie mal kurz drunter. Dann sieht man auch den Grund, warum das nicht sinnvoll ist, sie erst zu deklarieren und dann zu definieren, wenn beides in der gleichen C-Datei passiert.
passiert. Wenn ich jetzt hier etwas ändere, zum Beispiel, ich mache doch hier ein Long draus oder vielleicht noch was anderes, vielleicht ein Double, also ich ändere den Datentyp, dann kann das beim Übersetzen zu Fehler führen, weil natürlich Main erstmal mit der Deklaration arbeitet, es sieht alles gut aus und die Implementierung ist anders. Das heißt, wir sollten Redundanz vermeiden, also so einen Prototyp, das werden wir noch genauer kennenlernen, legt man typischerweise in einer Header-Datei an und dann eben, wenn mehrere Module auf diese Funktion zugreifen. Wenn jetzt nur unser Main-Programm auf die Funktion zugreift, dann macht es keinen Sinn, die vorher zu deklarieren. Wir werden tatsächlich sogar noch kennenlernen, dass es Sinn macht, diese Funktion zu schützen, da sie nur in dem Modul erforderlich ist, aber dazu kommen wir dann noch später. So, jetzt haben wir das Gleiche, es übersetzt nach wie vor, aber ein bisschen eleganter, weil wir die Redundanz vermieden haben. Noch eine Geschichte, wenn ich einen Fehler mache, zum Beispiel hier diesen Strichpunkt vergesse und das Programm übersetze, dann ist jetzt der erste wichtige Grundsatz, die erste Fehlermeldung ist die repräsentative Fehlermeldung. Weitere Fehlermeldungen sind häufig einfach dem geschuldet, dass die erste Fehlermeldung den Compiler durcheinander gebracht hat. Das heißt, Sie sollten immer das Fenster nach oben scrollen zur ersten Fehlermeldung und dann auf diese klicken, dann wird der Fehler Ihnen im Programm angezeigt. Es ist jetzt so, in C kann ich, wir haben das Flugzeugbeispiel in der ersten Vorlesung, in der Einführung gesehen, ich kann alles in eine Zeile packen. Das heißt, ich muss nicht sauber Zeile für Zeile programmieren, ich kann alles in eine Zeile packen. Das ist natürlich kein guter Stil, aber das erklärt, warum die Fehlermeldung hier bei printf auftaucht und nicht da, wo der Strichpunkt fehlt. Ganz einfach, für C ist es egal, ob Sie korrekt das hintereinander mit Strichpunkt getrennt in eine Zeile schreiben. Auch die Zeichenkette kann ich natürlich in eine Zeile schreiben. Ich kann hinten noch das scanf anfügen und mein ganzes Programm kann eine Zeile ausmachen. Oder ob ich es eben über mehrere Zeilen strecke. Das heißt, der Compiler findet, wenn das Semikolon, wenn der Strichpunkt hier fehlt, findet der Compiler es nicht hier. Das heißt, er sucht es in den nächsten Zeilen. Und da, wo er es eben nicht entdeckt, entsteht die Fehlermeldung. Deswegen haben wir hier die Fehlermeldung. Das heißt, schauen Sie bei Fehlern durchaus auch die Zeilen davor an und nicht auf die Zeile hier. In der Zeile, wenn Sie genau hinschauen, werden Sie den Fehler nicht finden. Also das ganz wichtig beim Übersetzen, wenn es Probleme gibt, immer in die Zeile davor schauen. Gut, was ich gerade schon gezeigt habe mit Fakultät, wenn die unterschiedlich sind, das führt auch gern zu Linkerfehlern. Ich kann das vielleicht doch noch mal ganz kurz zeigen, machen das rückgängig. Hier oben die Fakultät. Na, so. Und ich nenne das hier unten Fakultät 2 oder ich verschreibe mich noch einfacher. Ich nenne es einfach Fakultät klein. Da werden wir übersetzen. Alles ist gut. Wenn wir es linken wollen, schimpft er, dass die Funktion Fakultät nicht da ist. Und wenn Sie das Programm anschauen, auch hier sieht man den Fehler erstmal nicht, weil Fakultät ist hier groß geschrieben. Wenn Sie nicht genau hinschauen, also linker Fehler sind meistens dem geschuldet, dass Sie sich verschrieben haben. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Okay, er hat gespeichert. Jetzt machen wir es wieder so, wie es war. Das heißt, wir kopieren unsere Funktion Fakultät wieder nach oben. So, wenn wir korrekt übersetzt haben, also unser Compile oder Kurzform Steuerung F7 übersetzt, unser Linken, das F7, linkt das Programm. In der Regel werden wir diese Schritte nicht einzeln durchführen. Wir können auf Build gehen, dann wird kompiliert und gelinkt gleichzeitig, beziehungsweise wenn das Programm aktuell ist, passiert an der Stelle nichts. Wir können sogar noch einfacher gehen, wenn wir relativ sicher sind, dass das Programm funktioniert, können wir einfach auf
Play drücken auf den Start, auf den Run-Button und das Programm wird direkt ausgeführt. Wenn ich mich jetzt hier in der Eingabe vertue, 13, dann sehen wir, kommt unser Fehler. Das heißt, unser Programm funktioniert. Wir haben natürlich nicht abgefangen, ob ich eine Zahl kleiner 0 eingebe. Integer ist ein Ganzzahlentyp eben für die Zahlen oder für einen begrenzten Zahlenraum natürlich der ganzen Zahlen. Das heißt, ich kann auch negative Zahlen eingeben. Wenn ich hier minus 1 gebe, dann kriege ich hier eben auch die 1, was natürlich mathematisch nicht korrekt ist. Das heißt, das Programm ist natürlich noch nicht vollständig. Es sind nicht alle Eingaben oder alle fehlerhaften Eingaben berücksichtigt, aber das würde jetzt hier natürlich auch den Rahmen sprengen. Ich möchte noch ein bisschen jetzt darauf eingehen, wie Sie das Programm debuggen können. Wir können das Programm schrittweise starten, und zwar mit der Funktion oder mit der Auswahl Step Into. Das ist unsere F11-Taste als Kurzform. Dann wird jede Anweisung ausgeführt und es wird in eine Funktion gesprungen, außer in die Funktionen der Standardbibliothek. Da springt der Debugger in der Regel drüber. Das heißt, wenn ich jetzt meine Zahl eingegeben habe, meine 5 beispielsweise, dann springt er jetzt in die Fakultät hinein, berechnet quasi die Fakultät und springt wieder hinaus. Ich kann auch mit F10 Step Over das Programm im Einzelschritten durchführen. In diesem Fall springt er über die Funktionen alle drüber, das heißt, es wird je Zeile ausgeführt. Wir haben also hier den Effekt, dass er nicht in die Funktion Fakultät reinspringt, sondern das Ganze zeilenweise ausführt. Wir haben dann noch eine Sonderform, die man ab und zu beim Debuggen braucht. Wenn wir in die Funktion nochmal reinspringen, also ich gebe jetzt mal die 7 ein, das dauert recht lang, springen in die Funktion rein, dann können wir, das ist allerdings nicht als Icon belegt, sondern nur als Tastenshortcut mit Step Out, mit F8 aus der Funktion wieder rausspringen. Das sind so die einfachen Debug-Möglichkeiten. Wir können einen Breakpoint setzen, also zum Beispiel hier auf der Zeile 24, dann startet das Programm. Es ist noch gelaufen. Dann startet das Programm. Ich gebe vielleicht die 3 ein. Und wir sind jetzt hier an dem Breakpoint angehalten. Das heißt, wir können ab da debuggen. Dann müssen wir das Programm nicht immer wieder von vorne ausführen und schrittweise durchlaufen. Beim Debuggen können wir die Werte der Variablen betrachten. Das heißt, ich kann jetzt hier auf der Variable n und kriege, das ist jetzt wahrscheinlich schlecht zu lesen, bekomme quasi die Information, was der Wert dieser Variable ist. Ich kann den Wert der Variable auch hier unten abfragen, also mein n eingeben und bekomme dann die Information, das ist Integer 3. Wir haben in der Virtual C IDE auch die Speichervisualisierung und vor allem dort gibt es auf dem Stack die lokalen Variablen, die dargestellt sind. Wir sehen auch hier, wenn ich das ein bisschen größer mache, unsere Variable n und der Return-Wert, das sind quasi die beiden Speicher, die in Main reserviert sind. Wenn ich jetzt hexadezimal deaktiviere, dann kriege ich die Dezimaldarstellung, sehen wir quasi den Wert der Variable. Wenn ich jetzt in eine Funktion reinspringe, ich nutze mal wieder Step Into, dann bin ich jetzt in der Funktion Fakultät und wir sehen jetzt hier das N der Funktion Fakultät und wir sehen jetzt noch, dass F nicht initialisiert ist und I nicht initialisiert sind. Das liegt daran, C reserviert Speicher für lokale Variablen auf dem Stack und wenn wir in die Funktion springen, dann haben diese Variablen die Werte, die aktuell dort im Speicher liegen. Wenn wir sie nicht initialisieren, dann stehen da in der Regel zufällige Werte, also das, was quasi vom letzten Aufruf des Programms oder was im Speicher dort einfach übrig geblieben ist, dann finden wir solche Werte vor. Deswegen sollten Sie Variablen immer initialisieren. Wenn wir jetzt drüber springen, sehen wir, dass F ist initialisiert. Und jetzt ist auch unser I initialisiert. Vielleicht noch der Hinweis für die, die schon etwas Erfahrung haben. Ich initialisiere die Variable, obwohl ich sie gleich hier ein zweites Mal verwende in der Vorschleife. Das sollten Sie trotzdem tun.
das ist nicht ineffizient, das Programm, wenn wir die Variablen mehrfach mit Werten belegen. Der Compiler nimmt in der Regel das heraus. Das heißt, wenn wir das Programm optimiert übersetzen, dann werden solche unsinnigen Anweisungen entfernt. Es führt aber dazu, dass beim Debuggen einfach wir hier einen sauberen Zustand haben. Das heißt, wenn ich mir hier den Breakpoint hinmache, dann sind die Variablen, ich starte mal nochmal neu, gebe mal wieder die 5 ein, springe hier rein, dann sind jetzt einfach die Variablen sauber initialisiert. Das hilft beim Debuggen und es vermeidet natürlich vermeintliche Fehler, wenn Sie mal auf eine Variable zugreifen, die nicht initialisiert ist. Ja, die Vorschleife, auch noch der Hinweis, Sie können natürlich ab C99 auch die Variable int in der Vorschleife, also vor int i gleich 1, ist ab C99 erlaubt. Das, was ich jetzt hier dargestellt habe, ist noch typisches ANSI C90, dass man die Variablen zu Beginn des Anweisungsblocks anlegt. Ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick über C bekommen und Sie haben eine kleine Einführung bekommen, wie sich Programme debuggen lassen. Vielleicht noch zum Debuggen letzte Hinweise. Ein Breakpoint wird, wenn Sie ihn im Programm setzen, erstmal blau dargestellt. Erst wenn Sie den nächsten Schritt machen, das heißt, wenn der Debugger das nächste Mal ausgeführt wurde, wird er als aktiv orange dargestellt. Da ist der Hintergrund ganz einfach der, es wird erst beim Debuggen, werden die Breakpoints aktualisiert. Wenn der Breakpoint blau bleibt, zum Beispiel in Zeile 14, dann bedeutet das, dass dieser Breakpoint nicht erreichbar ist. Das heißt, das Programm kann an diese Stelle nicht springen. Ja, ich glaube, es sind wahrscheinlich viele Fragen entstanden, was man anders machen kann, ob man etwas so machen muss. Wir werden natürlich auf viele Dinge im Detail eingehen. In der nächsten Vorlesung beginnen wir mit den verschiedenen Integer-Typen, mit der Repräsentation von ganzen Zahlen im Speicher und wie das in C verarbeitet wird. Wir werden natürlich auf die Ein- und Ausgabe dieser Typen dann auch noch im Detail eingehen. Ja, ich denke aber, Sie haben einen guten Überblick mal gesehen, ein einfaches Programm zum Laufen gebracht und glaube ich, können jetzt die Tage nutzen, um ein bisschen damit herumzuspielen. Wenn Sie Fragen haben, gerne im Forum zur Vorlesung stellen. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Osterzeit, frohe Ostern und bis zur nächsten Vorlesung nach Ostern. Vielen Dank.